herzlich willkommen zu Vlog Nummer 5 unseres Balkan Roadtrips. Wir sind inzwischen in Gjirokastra, das heißt immer noch in Albanien. Wir sind gestern Abend schon hergefahren, haben dann hier geschlafen und sind heute Morgen extra zum Sonnenaufgang ganz früh aufgestanden, um die Stadt menschenleer und auch in einem schönen Licht zu erleben. Ja, letzteres hat nicht so ganz funktioniert, denn der Ort liegt so in einem Talkessel, dass das Licht hier erst sehr, sehr spät in die Gassen kommt. Außerdem war auch noch ziemlich viel Lieferverkehr. Das heißt, für uns hat es sich nur so semi gelohnt, so früh aufzustehen. Deswegen sind wir dann erstmal zurück, nochmal zur Unterkunft, haben dann da sehr, sehr lecker und reichhaltig gefrühstückt und sind dann nochmal losgezogen, haben dann gemütlich einen Kaffee getrunken und jetzt machen wir uns auf den Weg, um so ein bisschen die Stadt zu erkunden. Und gerade sind wir auf dem Weg zum Cikate-Haus. Das soll sehr schön sein und das schauen wir uns jetzt mal an. Das Haus stammt aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts und gehörte damals dem Statthalter. Es ist sein Wohnhaus gewesen, hatte aber vor allem auch repräsentative Zwecke. Also es hat zwar zwei Wehrtürme, die waren aber nicht als Wehrtürme genutzt, sondern vor allem war das eine Macht- und Gelddemonstration. Dieses Haus kann man auch von innen besichtigen. Der Eintritt kostet 2 Euro und wir würden sagen, dass sich das auf jeden Fall lohnt. Es ist einfach ganz interessant, mal zu sehen, wie die Leute da drin so gewohnt haben. Sehr eindrucksvoll war vor allem auch der Festsaal im 3. Obergeschoss, der auch noch ganz bunte Fresken hat und bunte venezianische Fenster. Außerdem ist der Ausblick von der Veranda dort oben ins Umland sehr, sehr schön. Typisch für das Erscheinungsbild der osmanischen Bergdörfer hier sind die Schieferdächer. Und was ich total faszinierend finde, ist, dass die einzelnen Schiefersteine einfach nur durch das Eigengewicht in Position bleiben und so dann das ganze Dach gedeckt ist. Wir sind jetzt erstmal mit Gjirokastra durch und wir müssen sagen, es ist zwar ein echt hübscher Ort, aber uns hat Berat insgesamt ein bisschen besser gefallen. Da gibt es halt wirklich lauter kleine süße Gassen, wo man sich treiben lassen kann und auch die Burganlage ist dort sehr interessant. Hier sind es halt eigentlich wirklich nur so 4 etwas größere Straßen, ist auch Fußgängerzone, aber hier gibt es wirklich nur Souvenirläden und Cafés und da ist man dann doch relativ schnell durch. Also wie gesagt, es ist hübsch, aber ja, dann hat man es halt auch wieder gesehen. Und das Cikate-Haus war wirklich auch interessant. Das war auch echt cool, dass wir das noch angeschaut haben. Es gäbe hier noch eine Burganlage, da sind wir mal mit der Drohne ein bisschen hochgeflogen. Sah aber nicht so spannend aus, das Militärmuseum drin. Das hat uns jetzt irgendwie nicht so interessiert, deswegen haben wir das nicht angeschaut. Und für uns geht es jetzt weiter nach Permit, denn dort soll es heiße Quellen geben. Bei den Benje oder Benje, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Quellen angekommen. Und wir hatten schon ein schlechtes Omen auf der Hinfahrt, eine sehr gut asphaltierte Straße, ein schlechtes Zeichen in Albanien.
Es ist nämlich ein Zeichen dafür, dass es meistens ziemlich touristisch ist an dem Ort, wo die Straße hinführt. Und so war es auch hier, als wir ankamen. Gab es einen großen Parkplatz inklusive ersten Tourenbus, den wir schon gesehen haben, und sind dann gleich erstmal nur ausgestiegen ohne Badesachen und haben uns gedacht, wir schauen uns das jetzt erstmal an und schauen uns, ob das überhaupt gefällt. Und es war auch ganz gut so, weil wir haben festgestellt, also diese heißen Quellen, also so richtig heiß sind sie schon mal nicht. Sie haben so, ich schätze mal 25 Grad maximal, und das ist einfach bei einer Außentemperatur von so 30 Grad nicht unbedingt heiß, sondern ja fast schon ein bisschen abkühlen. Und diese heißen Quellen bestehen aus einem großen Becken und so zwei, drei kleineren, die aber echt relativ voll sind. Und es hat, die ganze Atmosphäre hier hat so gar nichts Entspannendes oder ja, Beschauliches. Also wahrscheinlich hätte man da auch so ganz früh am Morgen herkommen müssen, wenn man dann so zu den ersten hört. Es ist sicherlich sehr, sehr schön hier. Es gibt hier auch so Schlamm, den die Leute sich alle auf die Haut schmieren. Wahrscheinlich ist es so Heilschlamm, tut irgendwas Gutes. Naja, und dann gibt es hinter mir noch die alte Brücke, die ist sehr schön, ein sehr tolles Fotomotiv. Da werden wir auf jeden Fall noch ein, zwei Fotos schießen. Dann könnte man theoretisch noch in den Canyon quasi hinter der Brücke reinlaufen anscheinend. Ich habe jetzt aber bei dem niedrigen Wasserstand, der hier aktuell ist, so ein bisschen die Sorge, dass sich das nicht so richtig lohnt und man sehr, sehr weit gehen müsste. Und da haben wir uns einfach gedacht, nee, komm, das haut uns hier alles gerade nicht um, und deswegen fahren wir jetzt einfach weiter und machen heute noch die Panoramastraße von Permit nach Butscha. Schönen guten Morgen heute mit Blick auf den großen Prespa See. Wir haben gestern die Fahrt von Permit nach Korcsa noch sehr genossen, denn es ist eine wahnsinnig schöne Strecke. Vor allem am Anfang ist der Ausblick auf dieses Bergpanorama einfach einzigartig schön. Ab Mitte der Strecke dann wurde die Straße ziemlich abenteuerlich. Also die Straße ist dann einfach in einem sehr schlechten Zustand und man sollte auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig und langsam fahren, weil da wirklich in einer Tour Riesenschlaglöcher gefühlt aus dem Nichts auftauchen. Da einfach aufpassen. Bei uns hat aber alles geklappt. Unser Auto lebt noch und wir sind gut in der Nähe von Korcsa angekommen, wo wir die letzte Nacht verbracht haben. Bevor wir dann in der Unterkunft eingecheckt haben, haben wir in der Nähe noch in einem ganz netten Restaurant für albanische Verhältnisse sehr lecker gegessen. Also die Atmosphäre war jetzt nicht ultra romantisch, aber der Mann, der uns bedient hat, war sehr freundlich und sehr bemüht, und das Essen war auch wirklich gut. Haben auch gut geschlafen. Ich meine, die Unterkunft war jetzt nichts Besonderes an sich, aber unser Host war was Besonderes. Er war nämlich mega freundlich und also er hat wirklich schlecht Englisch gesprochen und wir haben wenig verstanden und er hat wahrscheinlich wenig von uns verstanden, aber er war einfach total bemüht und sympathisch und wir durften uns dann am Schluss noch Zwetschgen mitnehmen für die Fahrt, also total lieb, die können wir auf jeden Fall empfehlen. Werde ich euch wieder unten in der Beschreibung auf jeden Fall verlinken. Für uns geht es jetzt heute weiter an den Ohridsee und damit über die siebte Grenze unseres Roadtrips, nämlich nach Nordmazedonien. Wir haben jetzt aber noch einen kleinen Umweg gemacht, weil wir eben den Blick auf den großen Prespasee noch anschauen wollten. Und wir werden jetzt auch ganz kurz noch runter ans Ufer fahren, um mal auszuchecken, wie viel so eine Bootsfahrt kosten würde zu der Insel, die man auch von hier oben sieht, beziehungsweise wie lange das auch dauert, weil wir uns da mal überlegen müssen, ob das überhaupt in unseren Zeitplan heute noch reinpasst. Aber es soll auf jeden Fall eine sehr schöne Tour sein, deswegen müssen wir uns das jetzt mal überlegen. Und deswegen fahren wir jetzt auf jeden Fall weiter. Da es sich für uns zeitlich leider einfach nicht ausgegangen wäre, am großen Prespasee noch eine Bootstour zu unternehmen, sind wir dann einfach nur runter ans Ufer gefahren und haben dort die Drohne nochmal steigen lassen und sind dann einfach mit der Drohne, so nah wie es ging, an die Insel rangeflogen.
Danach ging es für uns dann, wie gesagt, weiter über die nächste Grenze nach Nordmazedonien an den Oritsee und von dort dann weiter an den Skutari-See in Montenegro. Und was wir dort alles erlebt haben und wie uns diese beiden Seen gefallen haben, das seht ihr dann im nächsten Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, damit würdet ihr mich sehr unterstützen und es ist für euch vollkommen kostenlos. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keins meiner Videos mehr verpasst. Ich freue mich sehr, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, ciao!